Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Heute öffnen wir diese drei Sonne- und Mond-Booster-Packs, die ihr vor euch seht. Am 11. Tag des Pokémon TCG Adventskalenders. Die letzte Folge hat gerade noch eine gute Karte beschert. Aus Sonne und Mond. Mal gucken, ob diese es auch kann. Wir finden hier drinnen vor. Wieder nur eine Rare. Das hat bisher noch nie was gebracht. Oh, das Dratini ist niedlich. Und dieses Mal ändert sich das Ganze nicht. What the fuck, das Enteron ist ja richtig scheiße. Da ist das Dratini gefühlt besser. Komm, hau mal rein. Oh nein, das wird wieder nichts Besonderes, denke ich. Ey, du hast Glotzaugen. Hier, er sagt Glotzaugen. Seht ihr? Hier, er sagt Glotzaugen. Seht ihr Mantur und... Ja! Endlich eine Ausnahme. Mantidea GX. Sehr gut. Ich hoffe aber, es gibt noch so einen coolen Rage-Moment. Der beste bisher war ja natürlich das dritte Florges GM. Tour. Ja gut. Heute im zweiten Pack ein Mantidea GX. Und damit endlich diese Serie gebrochen, dass in Packs mit einer Rare nie was Besonderes ist. Werden wir vielleicht gleich noch ein zweites Mal dadurch hindurchkommen. Kampfenergie, eine Sandburg mit einer Schaufel im Kopf, ein komischer Pilz, ein Dratini cooles, ein Rugby spielender Affe, ein paar Gangster-Rapper, eine Ente mit Migräne und ein Krokodil. Na, schade, nee. Aber vielleicht ja in der nächsten Folge mit, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge mal drei schimmernde Legenden-Packs. Seid gespannt, die Halbzeit des Monats muss ja auch irgendwie gefeiert werden.